Ja, und wir wünschen dir gutes Gelingen beim Entfernen von dem Pfeil in dem Rachen. Na gut, also noch eine Warnung, aber keine wirkliche Hilfe. Ein Schlüsselstein oder dergleichen wäre nett gewesen. Oh, noch einer. Und wo geht's weiter? Oh, ah, da oben. Aber im Moment guckt erstmal kurz danach fallen. Und ich suche währenddessen. Ja. Vergiftet. Alle Mann vergiftet und ohnmächtig. Aber das Gift macht fast keinen Schaden. Es macht gar keinen Schaden. Na gut. Also echt nur ein Schlafgas. Das hätte schlimmer laufen können. So, was haben wir da? Nix. Und da? Edelsteine. So, raus. Oh. Ach ja. Wie lange hält das? So, komm. Nee, nicht du. Immerhin raus da, so schnell es geht. Nicht gleich wieder umkippen. So, und dann guckst du nochmal da unten. Da ist schon mal eine Falle. Hier ist nichts drin, also können wir auch weiter. Dann bleibt mal vor der Tür da stehen. Der Rest positioniert sich schon mal davor. Ist aber ganz schön verwinkelt hier. Ist ja keine Falle. Falle entdeckt. Oh, eine Tür. Na gut, lockt den nochmal da raus. Komm, put, 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 put. Nein, 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 nein. Lass den hier reinkommen. Gerogan. Ah. Immer diese ungeduldigen Paladine. Aber gut. Die Tür da scheint Abkürzung zu sein. Das heißt, ich will trotzdem erstmal gucken, was hier noch so ist. Immer schön Schritt für Schritt alles durchgehen. Weil es kann gut sein, dass wir irgendeine Kleinigkeit übersehen. Irgendein Schlüsselstein in der Form von einem was auch immer. So. Ah. Da ist schon mal was zum Anklicken. Na komm. Ich habe hier drei Leute, die ich gerne kennenlernen würde. Okay. Die beiden auch, aber die schießen ja nur. So, im Moment geh schon mal weiter. Das dauert nicht lang. Genau. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Ja, Jahira, noch eine offene Wunde. Es gibt ganz viele offene Wunden. Oh, Falle, Falle, Falle. Nicht entschärft. Nicht entschärft. Nicht entschärft. Okay, die können wir schon mal nicht entschärfen. Die da wohl auch nicht. Was ist das da? Au. Da haben wir aber die Falle nicht gefunden. Testen wir mal kurz was, laufen wir einfach rüber. ja. Also wir können die Fallen doch auslesen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ja, da könnte doch eine Falle sein. Obwohl, nee, wir wollen ja einfach so. Wer hält den Blitzpingpong aus? Gar keiner. Haben wir dafür einen Fluch der Hässlichkeit? Der sollte doch weg. Fluch der Dummheit weg. Monsterbeirufung weg. Schutz vor Blitzen. Dieser Zauber bietet vollständigen Schutz vor elektronischen Angriffen. Ja, das ist doch genau, was wir brauchen. Gib das mal Imoen. Imoen kann es nicht benutzen. Okay, dann musst du das halt machen. Du gehst jetzt dahin, benutzt die Schriftrolle und lässt dich blitzdingsen. Und alle anderen gehen ganz weit weg. Auf dich. So. Die zweite Falle auch noch auslösen, komm. Oder waren das jetzt schon beide? Nee. Boah, das hätte jeden umgebracht, sogar ein Level 30. Oh, die Fallen lösen sich gar nicht auf.
Wie lange hält der Zauber? Probier jetzt mal das da aufzumachen. Und hier kannst du die Falle entschärfen. Hm? Ja, geht nicht. Also die Fallen bleiben auf jeden Fall da. Das ist schon mal ärgerlich. Das heißt, wir haben jetzt eine Schriftrolle verschwendet. Aber wir wissen wenigstens später, wenn sie ein Level-Up hatte, können wir versuchen, die nochmal zu entschärfen. Weil da scheinen ja magische Gegenstände drin zu sein. Zumindest einer schon mal in dem einen. Schutzring plus 1. Wird wieder keiner tragen. Und auch sie. So. Das heißt, es geht jetzt nur durch den Gang weiter. Dann schauen wir doch mal. So, das sieht doch schon mal verdächtig aus. So ein bisschen wie bei Deavorn unten. Mit den ganzen Teppichen und Tischen im Keller. Immerhin guckt nach Fallen. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ah, also. Und nicht entschärft. Und nicht entschärft. Und nicht entschärft. Ah. Da können wir uns aber jetzt nicht dran vorbeimogeln. Wie kommen wir da durch? Na gut. Dann trinkt Girogon nochmal so einen Magieschutztrank und läuft einfach durch, guckt, was passiert. Und hoffentlich ist sie nach einmaligem Gebrauch futsch. Huh? Okay, es passiert gar nichts. Oh. Okay, das war der einmalige Gebrauch hoffentlich. Na, kommt noch einer? Ach gut, das hätte echt übel enden können sonst. Heil dich mal kurz. Weil wenn es mehrfach betätigt werden könnte, dann wäre die Gruppe da nicht durchgekommen. Oder nur sehr, sehr schwer. So, was haben wir hier? Ein riesiger Saal und Zwerge. Hm. Friedliche Zwerge. Geisterspinne. Wie, was, wo? Oh. Alle zusammen. Moin, lasst ihn in Ruhe. Minsk auch. Alle zusammen. Und jetzt. 1400 Erfahrungspunkte. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wer ihr hier seid. Ich bin das Verderben des Kriegers. Ich lebe in der Dunkelheit seiner Seele. Ich zwinge ihn auf die Knie, zitternd und weinend. Nicht in der Lage, seine Hand zur eigenen Verteidigung zu erheben. Doch ich schlafe. Weckt mich auf. Ich muss an diesen vier Wächtern vorbeikommen, um in die untere Ebene zu gelangen. Ich nehme an, dass einer von ihnen den Schlüsselstein hat, mit dem der von ihnen bewachte Aufzug bedient wird. Was würde diese Wächter wecken? Vielleicht ein großer Krach von einer Trommel oder einem Gong. Vielleicht auch etwas anderes. Ich muss dieses Rätsel lösen, um weiterzukommen. Was ist mit dir? Ich bin der Fluch des Kriegers. Ich raube seine Zukunft, ruiniere seine Vergangenheit. Je mehr er hat, desto weniger erscheint es. Er wird zum Sklaven der glitzernden Dinge. Dennoch leide ich Hunger. Vor allem anderen gibt mir, was glitzert. Gold? Ihr habt nicht, was ich benötige. Und, oh, jede Menge Knochen und Leichen. Das kann nicht gut sein. Was mit dir? Ich bin das Schicksal des Kriegers. Ich erhebe ihn über seine Brüder. Ich schmücke seine Taten aus. Er zeigt Verachtung, wo früher Respekt war. Er wird zum Riesen, ob er gleich einst mal Mensch war. Noch fehlt mir die richtige Ehre. Er hebt mich zum vollen Glanz. Durch die Chronik meiner Taten wird er stolz geehrt. Durch die Weitergabe des Wissens wird mein Schwert meinen Ruhm zeigen. Dann werdet ihr wissen, dass ich zufrieden bin. Hm. Und du? Ich bin der Wahnsinn des Kriegers. Ich verfluche ihn mit Vertrauen und Respekt. Ich verlangsame den Schwung der Klinge, indem ich seine Lust auf Blut raube und durch ein weicheres Gefühl ersetze. Dennoch dürstet mich nach mehr. Gebt mir den süßen Wein des Lachens und der Leidenschaft.
süßen Wein des Lachens. Hm. Na gut, jede Menge Rätsel, lauter Sachen, die wir finden müssen wahrscheinlich. Und wo war die Spinne? Die kam doch irgendwo... Ja, nee, die Spinne kam daher wahrscheinlich. Ah, wenn man schon mal eine versteckte Tür findet, dann kann man doch gleich mal hintergucken. Hm? Such mal Fallen, da wird noch eine Tür sein. Upsala, da hast du Glück gehabt. Und sogar entschärft. Schön, schön. Eine Weinpresse. Der süße Wein des Lachens. Und ein Ghoul greift schon hier ran. Wo kommst du her? Da oben. Ja, also das wird der süße Wein des Lachens sein. Wenn man hier irgendwo was mitnehmen kann. Man kann es betätigen. Die Weinpresse... scheint funktionstüchtig zu sein. Braucht aber Energie, damit man sie pressen kann. Energie? Das ist eine Maschine. Ah. Ja, komm, mach sie schnell fertig. Irgendwo, du guckst dich da schon mal nach Fallen um. Okay, so weit, so gut. So, Ghoul tot. Allesamt zu Imoen. Außer Imoen. Au. Ja. Heilung hat sie keine mehr. Auch nicht. Na gut, dann versuchen wir mal hier zu schlafen. Und es hat geklappt. Ja, Glück muss man haben. So, Heilung auf Immun. Du trink mal einen Trank. Du auch einen. Wir haben davon genug. Und du heil nochmal im Moment. So. Hast du noch irgendeinen Trank, der dir helfen könnte? Wir haben so viele Tränke. Magieabwehrtrank. Aber der scheint mächtig zu sein. Den sollten wir lieber aufbewahren. Heiltränke, Entgiftungstränke. Und Verwundbarkeitstrank. Hilft nicht gegen Fallen. Na gut, das musst du so schaffen, Emulen. Hier war irgendwo die Falle, also wird er keine zweite sein. Aber ab hier müssen wir langsamer werden. Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln so, begegnet. Rest rückt nach. An der Tür scheint schon mal keine Falle zu sein. Was ist damit? Wie wär's mit dem Raum ohne Türen? Oh ne, ein Fleischgolem. Oh, Kalt hat kein Skript mehr wahrscheinlich, weil wir ihn gerade nur eingeladen haben. Kämpfe aggressiv, so. Heil dich mal selbst. 2000 Erfahrungspunkte, schön, schön. Und du heil auch mal gewonnen. Und immer guck weiter. Oh, ein Trainingsraum oder so. Yes. Allesamt auf das Skelett. Ein Kriegerskelett. Na, bist du auch ein Wahnsinn des Kriegers? Oder was immer das alles war? Das wäre natürlich auch praktisch, wenn es einfach 4 Skelette geben würde, die jeweils einen Gegenstand haben, den man braucht. Ne? Heiltrank und heil ihn und mach Schaden auf den. Oh. Totaler Magiewiderstand. Was ist mit dem Flammenstrahl? Und du greif mal an, aber trink vor den Rüstungstrank. So. Hat der Flammenstrahl geholfen? Ne, Magiewiderstand. Übel. Alle auf den da. Und sie benutzen ihre Zauber mal auf den Fleischgolem. Der kriegt noch nicht Schaden davon. Kriegt auch keinen Schaden davon. Ärgerlich. Du lauf einfach mal weg.
Du solltest nicht von denen getroffen werden. Probier mal die zu lähmen. Vielleicht geht das ja. Uah. Heilung. Und weg. Ja, dein Hamster kann bald sterben. So,